Freitag wird das Thronjubiläum der Queen mit einem Gottesdienst gefeiert. Dazu erschienen nicht nur die Royals wie Prinz Charles und Prinz Edward, sondern auch Harry und Meghan. Das Paar wirkt außerordentlich gut gelaunt beim Besuch der St. Paul's Cathedral. Besonders Meghan strahlt übers ganze Gesicht. Die Herzogin trägt ein weißes Mantelkleid mit passendem Hut und High Heels. Harry hat sich für einen Frack entschieden. Die Queen ist beim Gottesdienst nicht dabei. Wegen gesundheitlicher Probleme wird sie von Prinz Charles vertreten.